Jonathan, bist du happy mit dem Digital Festival 2018? Ja, mega glücklich, natürlich auch ein bisschen müde, aber super glücklich. Neue Location, neue Energie. 3 Tage mit 550 Leuten. Ich glaube, besser könnte es nicht laufen. Was hat das Digital Festival 2018 so speziell gemacht für dich? Also ich glaube einerseits, dass wir es geschafft haben, auch in diesem Jahr wieder wahnsinnig gute Inhalte, wahnsinnig spannende Speaker, tolle Sessions und Labs zusammenzustellen. Ich glaube andererseits auch, dass wir eine super coole Community zusammengebracht haben, die Spass gehabt am Austauschen und am Zusammengestalten. Und das hat, glaube ich, das Festival so speziell gemacht. Was sind deine Highlights dieses Jahr? Meine Highlights waren einerseits Digital Symphony, eine Abendveranstaltung, die wir gemacht haben mit einem klassischen Konzert und 3D-Projektionen. Aber auch ganz viele von den Speakern, die wir hier haben dürfen. Und auch die Themensessions, die wir zum Beispiel mit der ETH haben können veranstalten. Gibt es einen Speaker speziell, der dich beeindruckt hat? Also ganz beeindruckend habe ich den Shaili Sprakash gefunden von der Washington Post, weil das ein Thema ist, das uns allen sehr nahe ist. Wir alle informieren uns, wir alle sind täglich mit Informationsquellen in Berührung und diesen Bezug hat er extrem gut aufzeigen, wie sich das verändern wird und das war super spannend.